Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Pirat aus dem wunderschönen Düsseldorf. Ich hoffe, ihr seid hier zu mir gestoßen, weil euch dieses neue Video interessiert. Hier geht es nämlich um eine Tastatur. Und Tastaturen gibt es ja eine ganze Menge. Warum habe ich mir ausgerechnet diese Tastatur ausgesucht? Das liegt einfach daran, dass wir ja von der Firma Jellycomp schon die Kamera getestet haben und da sehr begeistert waren. Wenn ich dran denke, blende ich euch auch das Bild ein von der Webcam. Und da ich jetzt hier bei mir sowieso eine Kabeltastatur habe, die mir irgendwie richtig auf die, naja, was soll ich euch beschreiben, geht, dachte ich, dann teste ich einfach auch mal von denen eine kabellose Tastatur, die mit Akku betrieben ist. Und das mag ich sehr gerne, aber alles Weitere sehen wir dann im Video. Da sind wir schon. Hier seht ihr noch meine alte Tastatur. Ist eigentlich eine gute Tastatur von Cherry. Aber wenn man im Grunde genommen von seinem Mac-Computer, den benutze ich ja hauptsächlich, eine kabellose Tastatur gewohnt ist, dann möchte man die auch natürlich hier auf seinem normalen Computer haben. Und deswegen dachte ich, da wird es Zeit für ein Update. Wir schieben die mal nach oben und habe mir dann diese wunderschöne Tastatur hier ausgesucht, denn ich war ja schon begeistert von der Firma Jellycomp wegen der Webcam und da dachte ich, dann können wir die doch auch mal testen. Umso mehr ist mir dann aufgefallen, überraschend aufgefallen, dass die per Akku betrieben ist und vor allen Dingen auch noch ein paar mehr Flexibilitäten hat, die ich so nicht erwartet habe. Warum gefällt mir Akkubetrieb, kann ich euch auch ganz klar sagen. Das liegt daran, dass ich auch das wieder von Apple kenne, dort sind die aktuellen Tastaturen und Maus und auch das Trackpad sind aufladbar durch die ganz normalen Anschlüsse, in dem Fall Lightning-Anschluss, was man ja vom Telefon auch kennt. Und das gefällt mir ganz gut, weil diese andauernde Batteriewechsel-Geschichten, die gefallen mir eigentlich gar nicht so gut. So, und da dachte ich, perfekt, hier habe ich zwei Endgeräte, die ich quasi mit Akku betreiben kann. Dann packen wir die doch mal aus, um mal zu gucken, was da so drin ist. Und sehen wir schon, als erstes haben wir eine Anleitung. Und jetzt hier ist natürlich jetzt erstmal wichtig zu wissen, ist die Anleitung auch in Deutsch. Die ist nicht nur in, also hier sehe ich schon mal, sie ist schon mal in Farbe in Bunt, das ist gut, Farbe und Bunt. Und tatsächlich, es gibt einen deutschen Teil. Und was ich schon in der Beschreibung vorher gesehen habe, was mir sehr positiv aufgefallen ist, weil man ja doch mittlerweile Tastaturen auch verschiedentlich nutzen kann und möchte, ist, dass wir hier mehrere Verbindungsmöglichkeiten haben. Aber bevor wir darauf eingehen, gucken wir erstmal, was das ist. Hier haben wir also schon mal noch eine Schutzablage. Das ist natürlich gut, wenn ich jetzt hier in einem Restaurantbetrieb vielleicht bin oder irgendwo, wo ich jetzt einen Schutz für die Tastatur brauche, damit ich die nicht immer reinigen muss, dann ist natürlich so eine schöne Schutzablage gar nicht schlecht. Da müssen wir einfach mal sehen, wie die sich dann in der Praxis macht. Dann haben wir die Tastatur selber und was mir jetzt hier so als erstes auffällt, positiv auffällt, ist, dass diese Tastatur sehr schwer ist. Und schwer bedeutet ja für uns klassischen Deutschen immer, also signalisiert Wertigkeit, ne? Also quasi, da muss was sein. Hier scheint also Metall oder ähnliches verarbeitet zu sein. Sie ist auch total dünn, ne? Das kann man hier ganz gut sehen. Also sehr dünn, sehr angenehm, wunderbar. Und hier kommen wir dann auch schon zu einem der Highlights von dieser Tastatur. Die kann man nämlich über drei verschiedene Weisen, beziehungsweise zwei verschiedene Weisen an drei Endgeräte anschließen im Wechsel. Ich habe einmal hier die Möglichkeit, eine WLAN-Verbindung herzustellen. Dann habe ich die Möglichkeit, über Bluetooth einzelne Verbindung herzustellen, Bluetooth 2. Das heißt, wenn ich jetzt hier verschiedene Geräte habe, meinetwegen, ich möchte die gerne mit meinem Telefon koppeln, mit meinem iPhone, dann kann ich das machen. Und ich kann sie aber auch dann per WLAN koppeln, was natürlich schon wunderbar ist. Dann, was mir auch auffällt, ich könnte diese Tastatur genauso gut auch für als Mac-User benutzen.
Denn die Tastatur hat sowohl die üblichen Windows-Bezeichnungen, genauso wie aber auch die Apple-Bezeichnungen. Das heißt also hier an der Optionstaste, die man so vom Apple kennt, die kann man leider jetzt hier nicht so ganz gut machen. So geht's, glaube ich, ne? Die ist dann natürlich bei Windows die Windows-Taste. Und so hat man natürlich wunderbare Möglichkeiten. Hier oben ist eine An- und Aus-Taste. Damit beschäftigen wir uns gleich, weil wir werden mit Sicherheit hier in einer gewissen Reihenfolge vorgehen müssen. Dann haben wir noch die Maus dazu. Die sieht jetzt erstmal gegen meine andere Maus ein bisschen klein aus, liegt aber trotzdem hier gut in der Hand, wäre also für meine Zwecke auch okay. Und ich habe hier schon mal eine ganz normale USB-Maus, die sich mit dem separaten Stecker verbindet. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt Tastatur und Maus, die momentan separat betrieben werden, am USB-Anschluss ersetze, habe ich ein USB wieder frei, weil ich dann alles über einen Anschluss steuern kann. Und hier ist dann ein Ladekabel. Das ist allerdings noch der ganz normale Anschluss hier, USB auf Micro-USB sozusagen. Das kennen wir noch von unseren alten Geräten. Da wäre natürlich, das ist schon mal ein ganz kleiner Manko, da wäre ein USB-C sicherlich ein wenig zeitgemäßer. Ne? Aber das ist ja, sagen wir mal, machbar. Vielleicht sieht der Hersteller ja mein Video, dann kann er das ja mal überlegen. So, und damit kann ich dann im Prinzip die Tastatur aufladen, was natürlich für meine Betrachten sehr viele Vorteile bringt. Erstmal kann ich dadurch die Tastatur sehr knapp halten. Also ich muss keine Batteriefächer vorhalten, was immer gut ist, weil der Akku scheint hier oben drin verbaut zu sein. Und das gefällt mir also schon mal ganz gut. Aber wir gucken mal, ob die eventuell aufgeladen ist oder ohne Vorladen funktioniert. Dann haben wir die Maus. Und die Maus hat also auch hier, ich sehe gerade, die Möglichkeit, über die drei Funktionen zu arbeiten. Das heißt, ich kann genauso wie hier, kann ich dann entscheiden, ob die über WLAN, Bluetooth 1 oder Bluetooth 2 angestöpselt ist. Und ich habe hier dann den entsprechenden WLAN-Stick, sehe ich gerade. Das heißt also, der wird mir dann die Verbindung zum Computer herstellen. Die WLAN-Frequenz ist 2,3 GHz und das kennen wir im Prinzip vom, 2,4, sorry, das kennen wir von den ganzen normalen WLAN-Geräten, die so angeschlossen sind, die ältere Frequenz. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, die Maus zu laden. Das heißt, ich kann die sowohl, das ist natürlich praktisch, dass das nicht wie bei Apple ist es voll bescheuert, möchte ich jetzt mal sagen, da muss ich die Maus hier unten laden. Dass das jetzt hier vorne ist, das ist super. Ja, also da haben wir natürlich im Verhältnis schon mal eine sehr gute Möglichkeit, mit der Maus zu arbeiten, auch wenn die geladen werden muss. Und das ist ja schon mal ein super Vorteil. Jetzt schauen wir doch einfach mal, wie innovativ die Einrichtung ist. Und hier steht also die Installation unter 2.4G. Und da sollen wir also damit beginnen, dass wir die Maus einschalten. Das machen wir dann auch mal. Und hier sieht man schon am Licht, dass die Maus eingeschaltet ist. Jetzt können wir hier gucken, sie blinkt also beim Koppeln. Und ich soll den Empfänger in ein freies USB einstecken. Das machen wir dann das hier direkt mal. Ich nehme mal die Dings raus und stecke den mal hier vorne in meinen Computer in einen freien USB-Stick-Slot ein. Dann Gerät wird eingerichtet, steht hier 2,4 Wireless Receiver wird gerade eingerichtet, sagt der Computer. Und das heißt, ich kann nehmen Sie den USB-Empfänger raus, das hatten wir schon, da soweit sind wir, drücken Sie die Modus-Schalttaste und jetzt gucken wir mal. Er hat die also tatsächlich schon selber gefunden. Ich arbeite hier mit der Maus gerade am Computer, mit der neuen Maus und habe also jetzt hier zwei Mäuse in der Kombination. Das ist natürlich super.
Das heißt also, hier braucht man gerade gar nicht viel machen. Dann schauen wir doch mal, wenn ich jetzt die Tastatur dazu schalte, ohne mal die Anleitung jetzt hier weiter zu bemühen, ob die dann auch jetzt sofort koppelt oder nicht. Und jetzt sehe ich hier gerade, da blinkt noch der Verbindungsmodus. Das blinkt aber grün. Grün bedeutet ja eigentlich, dass er schon gekoppelt hat. Und es ist tatsächlich der Fall. Ich nutze gerade hier die Maus, die Tastatur, um hin und her zu switchen auf meinem Computer. Das heißt, das war's schon. Der Koppelvorgang ist hier super simpel und einfach hat der stattgefunden. Das heißt, ich kann meine alte Maus kann ich ausschalten. Perfekt. Und habe jetzt dann die beiden Geräte schon verbunden. Jetzt will ich natürlich einfach gerne mal testen, ob ich ohne große Anleitung und ohne weiteres jetzt hier in meinem Smartphone auch mich mit dieser Tastatur verbinden kann. Ich habe hier eine Menge Geräte und schalte jetzt mal die Tastatur einfach auf Bluetooth und dann gucken wir mal, ob die jetzt hier auftaucht, andere Geräte, oder ob ich jetzt schon zu langsam war, obwohl jetzt die müsste ja wahrscheinlich hier auftauchen. Und ich glaube, ich muss die Taste, das hatte ich gerade noch gesehen, 3 Sekunden gedrückt halten, da ist sie, genau. Und dann kann ich die verbinden. Da steht sie schon, die BT4.0. Und jetzt soll hier angeblich die schon verbunden sein. Das schauen wir uns mal an, weil das ist, ja, jetzt ist sie verbunden. Weil das ist ja eine wichtige Kopplungsaufforderung. Bluetooth, möchten Sie koppeln? Ja, möchte ich koppeln. Weil das ist ja was Besonderes jetzt an der Tastatur, dass wir verschiedene Modi haben, die wir dann eigentlich nutzen können. Und das heißt, wir werden jetzt hier mal testen, Schreibweise, also Schreibtesten, mal gucken. Und Tatsache, ich kann hier ganz normal, kann ich die Tastatur nutzen, um auf meinem iPhone zu schreiben. Das ist natürlich genial. Dann wechseln wir jetzt nochmal zurück auf den anderen Modus. Und jetzt können wir mal gucken. Ja, ich kann also hier auf dem anderen Modus jetzt wieder an meinem Computer schreiben. Das finde ich natürlich auch besonders genial. Also das ist eine schöne Möglichkeit und macht dann die Tastatur natürlich maximal flexibel. In der Anleitung steht dann noch als kleinen Zusatzhinweis, dass wir eine Tastatur an der Maus haben, die sich in einen Schlafmodus setzen, wenn die länger nicht benutzt werden. Das hatte ich jetzt im Grunde genommen auch mal vorausgesetzt, denn das ist ja ganz wichtig. Und ich werde euch die Tastatur, so wie sie hier ist, natürlich gerne verlinken nach Amazon. Da gibt es die, genauso wie wir die Webcam bekommen haben, Und ich muss sagen, also gefällt mir richtig gut. Eine schöne, schlanke, wunderbare Tastatur. Passt jetzt hier sehr gut, macht einen guten Eindruck. Ich habe ein paar Kabel weg, kann einen USB-Stecker mehr frei haben. Das ist doch super. Mehr will doch gar keiner. Mehr braucht keiner, mehr will gar keiner. Also von daher sehr schön. Ja, das soll es dann auch schon sein mit dem sehr kurzen Video. Muss ja auch nicht sein, eine Tastatur. Was ist denn da besonders? Aber ich wollte euch die nicht vorenthalten. Und sollte in irgendeiner Form die Tastatur noch sich besonders schlecht oder gut darstellen, dann werde ich die nochmal erwähnen in einem weiteren Video. Und damit ihr weitere Videos sehen könnt, müsst ihr nichts anderes machen, als diesen Kanal kostenfrei zu abonnieren, wo ich mich natürlich sehr darüber freuen würde. Und ich freue mich auch über jedes Kommentar und Daumen rauf. Ne? Immer schön dran denken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.